Unsere Kirche steht mitten im alten Dorf. Den Namen Dorfkirche haben die Menschen der Kirche verliehen. Es ist sozusagen ein Kosename. Denn einen richtigen Namen hat unsere Kirche eigentlich nicht. Evangelisch-Lutherische Kirche Lute, genannt Dorfkirche. Und nicht ohne Grund haben die Menschen die Kirche so gern. Wir versammeln uns hier um die Kirche rum. Man kann drumherum fahren, drumherum gehen oder drumherum Feste feiern. Immer wieder schauen wir auf die Kirche und sie ist mittendrin. Und die Menschen, die sich hier in unserer Gemeinde treffen, die fühlen sich vielfältig, geradezu familiär verbunden. Es treffen sich viele Generationen hier und die Gemeinschaft ist sehr gut. Man hilft sich, man kennt sich, man hört einander zu. Das merken wir auch, wenn wir unsere Gottesdienste feiern, dann ist die Kirche immer sehr gut besucht. Hier liegt Segen auf unserer Arbeit. Darüber freuen wir uns und wir sind sehr dankbar. Diese Kirche ist in ihren Anfängen fast so alt wie die Entdeckung Amerikas. 1490, 1495, in dieser Zeit ist der erste Teil der Kirche gebaut worden. Man sieht davon noch Reste im Turm. Diese Kirche, wie wir sie heute sehen und kennen, die ist Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut worden, 1819, 1820. Damals ist dann auch die Orgel hinzugekommen, die Furtwängler aus Eelze gebaut hat. Darauf sind wir auch mächtig stolz. Und wir haben sie gerade schön renoviert und sie wird auch hell und klar erklingen.